Erneut sorgen Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden für diplomatische Spannungen, dieses Mal in Frankreich. Dort wurde heute US-Botschafter Rifkin ins Außenministerium einbestellt. Grund ist ein Pressebericht über weitreichende Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA. Es ist vor allem das Ausmaß der Bespitzelungen, das viele Franzosen schockiert. Mehr als 70 Millionen Mal, allein an 30 Tagen, erfasste der US-Geheimdienst NSA Telefon- und Internetverbindungen der Franzosen. Systematisch wurden E-Mails, SMS und Gespräche aufgezeichnet und gespeichert. Das berichtet heute Le Monde unter Berufung auf den früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden. Diese Praktiken, die das Privatleben verletzen, sind zwischen Partnern völlig inakzeptabel. Ich habe sofort den amerikanischen Botschafter einbestellt. Der erschien nur kurz nach der Aufforderung im Außenministerium. Gegenüber Le Monde wollten die USA zuvor keine Stellung beziehen. Das verlangt nach Erklärungen, so Innenminister Valls. Die Enthüllungen sind schockierend. US-985D, so der Name des Ausspähprogramms. Eine Grafik, die Le Monde heute veröffentlicht hat, zeigt präzise, wie viele Telefonverbindungen Tag für Tag erfasst wurden. Die Technologie zur Überwachung lautete DRT-Box und Whitebox. Was hinter den Bezeichnungen stecke, sei unklar. Nach anfänglicher Zurückhaltung reagieren die Franzosen nun empfindlich auf das amerikanische Ausspionieren. In den kommenden Tagen will Le Monde weitere Dokumente veröffentlichen.